So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zum nächsten Spieltag. Ihr hört schon, die Musik ist gar nicht so laut. Ja, liegt daran, dass ich mal wieder die Festplatten rumgeschoben habe, links und rechts, denn ich möchte so schnell wie möglich euch wieder an die alten, ja, an die alten Upload-Zeiten bringen. Aber das ist ja nur eine Randinformation für euch, ja gar nicht so wichtig. Heute geht es um die Wurst, beziehungsweise heute kriegen wir eine Packung. Ich habe mich hier schon ganz gemütlich zurückgelehnt und gucke mir das auch wirklich ohne große Wertung an. Wir spielen gegen eine Mannschaft, die fast 200 Stärkepunkte mehr auf dem Konto hat wie wir. Den großen FC Bayern München, aber gleich hier die Möglichkeit für uns. Mal wieder in der zweiten Minute eine frühe Chance für Terracino. Die kann er aber nicht nutzen und scheitert da an Manuel Neuer. Der nach wie vor bei den Bayern ist, wir sind ja bereits schon zwei Saisons weiter als aktuell. Und es sind immer noch eine ganze Menge aktuelle Spieler hier vorhanden. Unter anderem ein Robben, jetzt rechts am Ball, oh, sehr schnell. Und er geht auch richtig in die Mitte. Sehr schön zu sehen hier auch im Let's Play oder beziehungsweise im Fußballmanager, dass so ein bisschen die Laufwege auch beibehalten werden, dass die KI nicht ganz so dämlich taktiert, wie man das vielleicht vermuten mag. Da ist Boateng, den haben sie ins Mittelfeld gesteckt. Interessant, Terracino jetzt. Der setzt sich da schön durch, aber da unten ist Cole. Den haben sie sicher vor, ich glaube, letzte Saison haben sie sich den rangeholt. Die Bayern. Ja, also da spielen ungefähr, da ist ein Mann so viel wert wie unser ganzer Kader. Das ist jetzt keine Überraschung als solches. Aber meine Frage ist, inwiefern kann man gegen so eine Mannschaft als Aufsteiger bestehen? Die machen mit uns hier Katz und Maus, wie es gerade aussieht. Knasmüller kommt da gar nicht hinterher. Jetzt ist Müller an! Am Ball, wollte ich sagen, und in guter Schussposition, semmelt aber den Ball daneben. Wir haben auch ein bisschen geschaut, wie das aussieht mit unseren aktuellen Transfers beziehungsweise unseren aktuellen Marktwerten für zukünftige Transfers. Und das sieht relativ gut aus. Es sind schon ein paar Spieler, die weit über eine Million wert sind. Unter anderem ein Terracino auf 2,6 Millionen. Da war er auch gerade am Ball, wenn man vom Teufel spricht. Oh, faul. Oh. Den hat er da umgesäbelt. War das der Müller, den er umgesäbelt hat? Aber gibt keine Karte. Und nichts. Das Mühlparkstadion freut sich immer wieder, wenn die Münchner hier aufkreuzen. Haben wir auch ein Testspiel gemacht. Haben einen Unentschieden rausgeholt in der Saisonvorbereitung. Aber hier, solche Dribblings, da musst du aufpassen. Bitroff, sehr schön. Kann er den Ball von Müller klären. Spitzenmäßig Hofmann. Und der sieht jetzt aber, dass Terracino frei ist da vorne. Terracino, schöner Konter. Was macht er draus? Spiel den Ball zurück. Warum schießt er denn nicht? Hofmann jetzt. Ach, das ist ja nix. Traut er sich nicht, oder wie? Traut er sich nicht. Es wurde ja auch gesagt, ich soll nur ein bisschen mit diesen Reinruffunktionen mal taktieren. Werde ich auch machen. Ich habe mir jetzt schon S zurechtgelegt für Schuss. Beziehungsweise meine Hand liegt drauf. Beim nächsten Mal bei so einer guten Chance drücke ich einfach mal S. Und dann schauen wir mal, ob das was hilft, wenn Rudi Spucker von der Seitenlinie einfach ruft, hau die Pille rein, ob es dann macht. Also ganz überlegen sind sie doch noch nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt bei den Bayern. Die Offensivschwäche haben sie ja eigentlich gar nicht. Es ist manchmal bloß so eine Kreativlosigkeit. Aber jetzt Robben, der sich durchsetzt. Oh, der bringt den Ball sicherlich eine schöne Flanke rein. Gomez! Führung. Ich habe es eben noch gesagt. Ich habe eben noch gesagt, Kreativlosigkeit. Da kommt mal eine Flanke und dann ein Fallrückzieher von Mario Gomez. Kennt man gar nicht von ihm. Normalerweise macht er sowas eher doch mit dem Kopf. Vielleicht bei einem Stand von 4-5-0. Aber hier macht das gleich zu Beginn. 1-0 steht's. So habe ich auch gerechnet, dass hier relativ frühzeitig das Führungstor der Bayern fällt. Eine halbe Stunde konnten wir uns jetzt noch halten. Dann gibt es immer eine schöne gelbe Karte gleich hier für den guten Holger Badstuber, Nationalspieler in Spee. Ob er noch einer ist, ob er noch aktiv im Kader ist, weiß ich gar nicht. Müssten wir uns dann mal Nationalmannschaften anschauen. Es ist nur ein Freistoß für uns, aber eine Distanz zum Fürchten. Hoher Ball, aber Neuer da. Gar keine Frage. Der Nationalkeeper da ganz sicher. Ja, die Meisterschaft konnten sie im letzten Jahr ja nicht für sich verbuchen. Das war Schalke hier in unserem Let's Play. Dieses Jahr wollen sie auf jeden Fall da wieder angreifen. Aber jetzt mal drücke ich mal S und... Oh, er macht sogar. Unglaublich. Ich rufe rein und er schießt. Muss ich aber aufpassen, wenn ich zu oft reinrufe, dann darf ich auf die Bank. Auf die Tribüne. Und dann habe ich ein Problem. Müller. Und wieder schön auf Gomez. Oh.
Meine Güte, also so ein Tor hätte ich auch ganz gerne mal. Lupfer in den Lauf und dann reingegrätscht und verwandelt. 2:0. Jetzt geht es hier im 10-Minuten-Takt fast. Aufgepasst, Jungs. Das Problem ist ja, wenn du solche Partien bestreitest, rückt ja deine Moral auch ziemlich weit nach unten in den Keller. Noch defensiver als wir spielen, geht schon gar nicht. Wir spielen mit 2 Sechsern, 4er-Kette. Oh, jetzt aber faul. In guter Position. Das könnte mal ein Anschlusstreffer sein. Wer schießt denn den? Es müsste doch Hofmann sein, oder? Ja, aber der geht voll in die Mauer. Haas. Oh, Haas, da war er nicht. Ganz hellwach. Das ist Gomez. Sieht unten Ribery, der nun in der Mitte geht. Der bringt den Ball rüber. Flankenwechsel, aber da kommt Robben auch nicht ran. Eieiei, 2:0 zur Halbzeit. Ja, aber das ist auch, man muss auch mal realistisch denken. Es wäre auch, glaube ich, fatal, wenn das hier nicht so ausgehen würde. Oder wenn es nicht so stehen würde, wenn du eine Mannschaft hier auf den Platz stellst mit 200 Stärkepunkten mehr, muss die das auch dominieren. Aber wenn man mal eine gute Zeit erwischt, wenn man mal so einen Formhoch erwischt und dann so eine Euphoriewelle hat, da kann auch so eine Mannschaft wie der Karlsruher SC es mit Bayern München aufnehmen. Aber heute anscheinend nicht. Das wäre beinahe das 3:0 gewesen, wenn Gomez da nicht den Pfosten erwischt hätte, sondern direkt eingenetzt hätte. Wäre wenn, Konjunktiv FTW, sage ich mal. Aber ich denke mal, wir sehen noch ein Tor von den Bayern. Vielleicht sogar von uns als Anschlusstreffer, als Moralverstärkung, dass da auch was geht. Schauen wir mal. Aber der kommt nicht an. In den Flankenmöglichkeiten die gleichen Probleme. Mag auch ein bisschen am Gameplay-Patch liegen, dass da solche Flanken nicht immer direkt verwertet werden oder effektiv gesehen im Strafraum landen. Toni Calvo auf links. Ja, das ist die Halbzeitpause, meine Lieben. Um das Spiel vielleicht in einem Zug durchzukriegen, würde ich sagen, kurze Pause und dann schalte ich direkt wieder ein beim Anpfiff zur zweiten Halbzeit. So, liebe Leutchen, eine Aussetzung habe ich vorgenommen. Ja, hier geht raus. Stefan Müller kommt rein. Der hatte ja so ein Negativbeispiel abgeliefert. Ich glaube, am zweiten Spieltag war es, wo er sich so einen riesen Patzer erlaubt hat. Aber wir geben ihm natürlich die Chance. Er ist einer unserer jungen Leistungsträger, möchte ich mal sagen. Einer der jungen, talentierten Spieler, die in Zukunft noch ein Wörtchen hier in unserer Stammelf mitreden wollen. Und deswegen gönne ich ihm den Einsatz. Wir werden so ein bisschen taktieren. Auch Emre Can möchte ich ganz gerne heute einen Einsatz geben. Und vielleicht auch einen Usim Bui. Wir schauen mal, was für Möglichkeiten wir haben. Terrazino! Sehr schön! An der Stelle, wenn jetzt Toni Calvo steil gegangen wäre, hätte er ihn sogar noch gekriegt. Schade, hat nicht gereicht. Deswegen jetzt aber die Bayern wieder mit der Möglichkeit. Ribery auf links, da oben, bringt den Ball rein. Da unten ist Gomez. Oh, wieder Pfosten. Also es könnte schon 4:0 stehen, wenn man so wollte. Möglichkeiten haben die Bayern schon gehabt, genügend. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ob wir vielleicht eine Offensivaktion uns noch hier erspielen können. Sehr schön! Die Vorlage und der Schuss von Hofmann an der Stelle. Richtig stark. Eckball. Wieder Hofmann, bringt den Ball schön rein. Das ist Gnasmüller. Schade. Hat den Ball da auf dem Fuß und wollte gerade noch abziehen. Konnte den Ball aber nicht richtig verwerten. Gomez steht weit vorne in der Offensive. Kann jetzt hier die gesamte Abwehr überlaufen. Und wie schnell der ist. Da ging jetzt Prip hinterher. Der muss aufpassen. Aurelio noch in der Mitte. Und Bitroff kann davor Ribery klären. Sehr schön. Müller jetzt am Ball mit Gomez zusammen. Aber es gibt doch einen Foul. Deswegen gehe ich mal schnell rein in unsere Aufstellung. Wir bringen jetzt Gnasmüller, stellen wir auf Hofmann seine Position. Bringen Emre Can auf rechts, damit er schnell die Einsätze bekommt. Einen Adam Maher haben wir noch gar nicht drin gehabt. Wäre vielleicht nochmal eine Alternative für einen Steffen Haas. Und würde ich ganz gerne bringen. So haben wir dann auch 2 Auslistungen vorgenommen. Die Jungs können hier nochmal gut eine halbe Stunde spielen. Da ist er, Adam Maher. Wir müssen das jetzt hier einfach mal als Denkzettel nehmen oder als Lehrbeispiel und können bei so einen Partien, wo wir echt mit einem Sieg brauchen wir hier nicht rechnen. Ich denke mal, das ist euch auch klar. Und ein Unentschieden wird auch ganz, ganz schwierig sein, gegen die Bayern zu erringen. Deswegen ein bisschen die Jungspieler reinbringen und die auflaufen lassen. Vielleicht haben sie ja so einen kreativen Moment, so einen Geistesblitz und können die Abwehr einmal umspielen und kommen noch so eine richtig guten Chance. Schauen wir mal. Das ist Gnasmüller. Sieht da vorne Terrazino, der im Abseits steht. Ganz stark. Da standen gleich zweimal im Abseits. Wie schnell sich da die Viererkette nach vorne schiebt und eben somit die Gefahr aus dem Spiel nimmt. Ganz stark. Auch taktisch natürlich. Bayern München, das Nonplusultra der Liga. Und auch hier in unserem Let's Play.
Wir konnten ja im letzten Spiel, beziehungsweise in unserem letzten Let's Play zum Fußballmanager 11, konnten wir auch in München hier und da mal ein paar Punkte mitnehmen mit der TSG Hoffenheim. Aber ich glaube mit dem KSC, das ist eine ganz andere Hausnummer, das wird nicht so einfach werden. Terrazino jetzt, aber da sind gleich wieder 4-5 Mann und natürlich die starken Sechser, die da den Raum zustellen. Philipp Lahm ist ja nicht mehr hier, ich glaube der ist, wo ist er hingewechselt, zu Manchester United, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und einen Schweinsteiger sehe ich jetzt gerade auch nicht hier in der Aufstellung. Dafür aber ein Toni Kroos und noch ein paar anderen Kandidaten. Gerade die Offensive ist eigentlich relativ übrig geblieben. Robben jetzt nochmal mit der Möglichkeit. Oh, der geht schön auf rechts. Jetzt muss er aufpassen, der Aurelio. Nicht, dass er noch einen Strafstoß da fabriziert. Karten sollten wir uns auch keine mehr erlauben. Das brauchen wir nicht. Hier scheitert jetzt Gomez an Fromlowitz. Das gibt einen kleinen Auftrieb für ihn. Ibiza Olic kommt für Ian Robben auf rechts. Interessante Auswechslung. Aber da sind sicherlich auf der Bank noch ein paar andere Alternativen, die richtig, richtig starke Spieler sind. Terrazino, er kriegt den Ball sehr schön jetzt zu Can. Der kann mal gehen, traut sich aber nicht gleich. Das ist Maher. Schade, der Pass kommt da nicht an bei Knas Müller. Müller, wir gehen nochmal ganz kurz rein in die taktische Aufstellung, damit wir auch festlegen, dass Knas Müller der Spielmacher ist. Habe ich ganz vergessen. Wie gesagt, Pressing ist ganz weit hinten. Jetzt können wir ein bisschen offensiver noch agieren. Bring da mal die Abwehrreihe nach vorne. Und die Pässe auch ein bisschen gemütlicher. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ob dann auch die eine oder andere Möglichkeit vielleicht entsteht. Wäre schön. Olic erobert sich hier den Ball gegen unsere Abwehr. Und wir können dann nur auf Kosten eines Einwurfs klären. Thomas Vermaelen kommt jetzt noch für Holger Badstuber. Ist auch einer der neuen Transfers, die erst im, ja, während des Let's Plays entstanden sind. Aber sicherlich auch für die Abwehr der Bayern ein guter, talentierter Spieler. Olic da, Vorsicht, Hornschuh macht das ganz, ganz sicher, sehr schön. Auch noch einer der solidesten Spieler von uns, muss man sagen. Hornschuh gefällt mir richtig gut. Und da bin ich auch ganz froh, dass wir ihn nochmal ausleihen konnten. Und das wird auf alle Fälle ein Pflichttransfer werden für die kommende Saison, wenn es denn möglich ist, ihn zu behalten. Für die zweite Liga wird es schwer, so einen Spieler zu bekommen, aber für die erste auf jeden Fall. Da müssen wir nochmal in unsere Millionenkästchen reingreifen. Vorsicht, sehr schön. Und ein paar Euro locker machen, um ihn zu halten. Ganz klar. Adam Maher, sehr schön. Das ist Knas Müller auf Terrazino. Und er bringt jetzt mal schön den Ball auf Can. Da kommt er da ran. Das sieht gut aus. Ja, kriegt den Ball. Sehr schön. Der muss ihn mal reinbringen jetzt ordentlich. Schade. Schade. Hat nicht ganz gereicht. Aber gute Aktion. Hat gezeigt, dass er lauffreudig ist auf rechts. Der gute Emre Can. Nun kommt noch ein alter Bekannter, Timo Schock, für Pavel Mamaev. Toni Kalbo auf links, haben wir ja gesagt. Wollen wir mal probieren, ihn noch ein bisschen trainieren. Dass die Jungs ein bisschen flexibler werden, ist ganz wichtig. Und ich gehe auch von meiner Einstellung her nicht ab, dass ich Knas Müller ganz gerne als Hofmann-Nachfolger auf die Position fit machen möchte. Und Emre Can, allein weil er so schnell so lauffreudig ist, gute Passwerte hat und auch die Übersicht hat als junger Spieler, auf rechts als Flügelspieler wirklich, weil er auch als Spielmachertyp nicht geeignet ist, sondern eher geht lange Wege als Charaktereigenschaft hat. Und da möchte ich ihn ganz gerne drin haben. Das müsste Abseits sein von Terrazino, oder? Gegen Neuer, ja, da kriegt er kurz vor Ende noch das Abseits gepfiffen. Muss aber erst noch bis zum Ende laufen, damit er ja müde ist. 2-0 ist noch ein relativ humanes Ergebnis, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, wir kriegen hier eine kleine Klatsche. Jetzt nochmal die Möglichkeit für Gomez, aber die Möglichkeiten für ein 4-0 waren auf jeden Fall da. Von uns, sag ich mal, die wirklich hochkarätigen Chancen halten sich hier in Grenzen. Nahezu gar keine. Das müsste jetzt aber mal klappen, Terrazino. Wieder abseits, aber ganz, ganz knapp diesmal. Da sieht man das. Ach, schade, schade, schade. Unglaublich, oder? Kommst du nicht durch? Da kommst du nicht durch. Tja, brauchen wir uns nicht so ein bisschen ändern gucken. Das haben wir jetzt gesehen. Ja, schon die Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, meine Lieben. Es war jetzt kein furioses Spiel. Hat gut begonnen. Mit ordentlicher Stimmung. Schönen Torraum 10 von den Bayern. Von uns gewohnt. Eigentlich solide. Nicht so schlecht dargestellt, wie ich eigentlich gedacht hatte. Vielleicht kann man hier ein bisschen was mitnehmen. Zumindest die Erfahrung, das Pflichtspiel gegen die Münchner mit einer Niederlage beendet. Das sind jetzt zwei Niederlagen in Folge. Das muss man unterm Strich einfach sehen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Man darf es dann nicht überbewerten. Schlusspfiff, schade, da ging nochmal der Ball Richtung Can. Aber wir gucken uns das alles im Nachbericht an.
Dann nehmen wir das Spiel auseinander, die Folgen für die Zukunft natürlich, denn als nächstes spielen wir gegen den 1. FC Kaiserslautern und da müssen wir jetzt langsam wirklich punkten, am besten mit einem Dreier, deswegen